Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Rathaus, beim Clan. Kein Clan. Also, ich starte heute einmal mit einem Rathaus 9 Angriff, den mir der Insanity hier von Plan Bad Camping geschickt hat. Also, wenn ihr etwas Cooles habt für mich, oder wenn ihr skurrile Sachen habt, Glitches, nette CK-Angriffe, 100 Millionen Lotangriffe, immer her damit. Das nehme ich alles an, auch wenn es mal ein bisschen später ist. Entschuldige bitte Insanity, dass ich den jetzt echt erst zu spät zeige, aber ich muss den ja auch irgendwo immer so ein bisschen einbauen. Und trotzdem schauen wir uns den an. Wenn ihr mir allerdings sowas schickt, also die Qualität hier ist super, aber scrollt einfach mal so ein bisschen rein, so wie ich das in etwa immer so mache. Und dann sehen wir hier auch, dass so eine Hexen-Bowler-Kombi richtig, richtig stark ist, auch mit Nicht-Max-Helden, also 20er Queen, 15er, 15er King, ist ja noch nicht ganz so stark. Aber wenn du Hexen in Heiler hast, vor allen Dingen von beiden Seiten, ihr seht das hier, beide Seiten werden dort befeuert, dann ist das schon so eine, ja, es ist eine kleine OP-Truppe. Aber um was es eigentlich in dieser Folge geht, ja, ich habe so ein bisschen neue Hardware, ich habe ein bisschen umgebaut, deswegen kamen die letzten zwei Tage auch kein Video. Und ich habe ein bisschen was probiert, ein bisschen was optimiert vor allen Dingen auch für meine Livestreams. Und ja, wenn du dann irgendwann abends nach Hause kommst hier, so ist das hier manchmal, und noch ein bisschen was checkst, ein bisschen was probierst, ein bisschen was umbaust, dann fallen manchmal die Tagesfolgen so ein bisschen aus. Also sie fallen nicht aus. Ich hab eigentlich immer was. Ich bin ja echt in vielen CKs drin. Aber mir fehlt dann einfach so ein bisschen die Zeit, um das Ganze auch umzusetzen. Und deswegen fange ich heute mal so an. Ich denke mal, wir springen gleich mal auf meine neue Hardware. Und ich denke mal, RH9 Live kriegen wir heute hin. Und ihr habt es ja so ein bisschen vernommen. Also heute mal Rathaus 9 Live und so ein bisschen Technikgeplänkel. Ich starte hier trotzdem auf meinem Elfer, denn den habe ich jetzt gerade im Fokus. Also machen wir hier mal die Clan-Karre leer, das Ding leer, und ihr seht das hier, kleines Luxusproblem. Ich kann im Moment nichts machen. Ich bekomme erst in 10 Stunden 38 Minuten einen Bauarbeiter frei für meinen King hier. Deswegen springen mal direkt so ein bisschen in die Technik. Ich nehme die Tastatur mal so ein bisschen weiter weg und mache euch mal den Tutor einmal aus. Jo. So, da ist der Tutor einmal aus und ihr seht das hier. Ihr seht es natürlich nicht, das ist mein neues Tablet, oder ich habe mir überhaupt mal wieder ein Tablet gegönnt, weil mein vorheriges ja kaputt war. Mein 5 Jahre altes Tablet, mein altes Acer hier. Ich halte das mal in die Kamera. Das ist aber immer noch in Ordnung und damit kann ich immer noch ein bisschen was machen, also angreifen, irgendein Account spielen oder auch mittlerweile wieder über Micro-USB etwas tun, aber dieses Tablet hier, beziehungsweise mit dem Tablet hier, habe ich mir auch gedacht, du musst mal ein bisschen was umbauen. Und ihr habt es ja immer wieder in meinen Livestreams mitbekommen, dass ich Wireless LAN-Probleme habe. Also, Wireless LAN-Probleme habe ich, ich hoffe, ich habe sie abgebaut. Das werden wir gleich sehen. Denn ihr seht das hier, ich bin relativ gut verbunden im Wireless LAN, habe jetzt auch mal eine App installiert. Und das ist die Fritz-App WLAN. Damit kann man so ein bisschen sein Wireless LAN checken, ob die Apps alle so richtig passen. Das kann ich nicht sagen. Aber ich bin nett verbunden hier mit meinem Lenovo E1051X. Das ist also mein neues Tablet. Und auch rechts oben seht ihr, glaube ich, ich habe einen netten Wireless LAN-Ausschlag. Bin voll aufgefüllt. Ich habe keinen Stromstecker im Moment dran. Das Ding hält richtig, richtig lange. Und für 159 Euro war ich einfach mal dabei. Und es soll ja nur für Clash of Clans da sein. Aber wenn ich jetzt ein bisschen weiter runter gehe, dann werdet ihr sehen, ich gebe mal wieder was preis von mir. Mein WLAN heißt mein WLAN. Ja, ich weiß. Und ihr seht ja auch, dass das WLAN von der Fritzbox kommt. Ja, das WLAN kommt von der Fritzbox. Das ist eine etwas ältere Version. Die reicht hier aber. Die macht 150 MB circa im Wireless LAN. Und die ist zwei Stockwerke jetzt unter mir im Haus, also positioniert irgendwo im Flur. Und davor sitzt allerdings mein VDSL, das heißt also eine Fritzbox, eine Neobox von der Telekom.
Ich habe einen 100er schräger 40er Anschluss hier, einen VDSL-Anschluss, also so einen geklüngelten VDSL-Anschluss. Also das Vectoring kann die Fritzbox hier auch. Aber ich habe damals gedacht, als wir hier umgestellt haben von DSL auf VDSL, ich nehme die Fritzbox trotzdem noch als DSL-Router, weil dann niemand seine Einstellungen ändern muss. Also kein Handy muss was ändern, kein Tablet muss irgendwas ändern. Ich muss einfach nichts ändern und ich habe nach wie vor die gesamte Internetsteuerung und die Ressourcensteuerung hier bzw. die Gerätesteuerung in der Fritzbox und brauche an das vorherige Ding nicht dran. Das ist eigentlich der Hintergrund und deswegen ist sie ein bisschen älter, wo ihr hier die Fragezeichen seht. Da gebe ich im Moment einfach nur meinen Standort nicht bekannt, denn das Tablet hier hat nur einen Standort, das wandert nicht. Und deswegen habe ich die Standortbestimmung hier bei diesem Tablet ausgeschaltet. Ihr seht, dass ich einen Repeater hier drin habe, Fritz WLAN Repeater 310. Dort hatte ich zwei hier im Haus, das war vielleicht war es mein kleiner Fehler. Ich habe mir jetzt noch mal ein bisschen umgesetzt, denn ich habe hier in den letzten beiden Tagen so ein bisschen WLAN optimieren wollen, da ich ganz gerne eben meinen Livestreams, mein altes Tablet mit rein haben will und auch mein neues Tablet mit rein haben will. Das funktioniert nun sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und hier unten seht ihr auch mein neues Gerät. Man kann hier mit dieser App, ich will hier keine Werbung für diese App machen, aber ihr seht es, ich bin hier schon den ganzen Tag mit 65 Megabit verbunden. Die Fritzbox da unten macht maximal 150 Mbit und je mehr Repeater du in das Haus baust, und ich hatte zwei Repeater hier drin, desto schwächer wird das Signal nach oben oder zum Umfeld. Und deswegen habe ich den Repeater hier oben erstmal rausgenommen, habe dann unten drin den Repeater so ein bisschen umgesetzt. Alle anderen Geräte hier, die nicht im Wireless LAN sind, also die PCs, meine PCs, die PCs der Kinder, die sind alle an einem Switch angebunden. Das heißt, es geht also mit Vectoring los, VDSL am Router der Telekom und an dem hängt die Fritzbox und an dem habe ich dann ein Kabel nach oben gelegt in den zweiten Stock. Da hängt ein Switch dran, ein 1 Gigabit Switch. Ich meine, 1 Gigabit ist zwar belächelt, weil meine Leitung macht ja maximal 100 Mbit. Im Moment gemessen so circa 90. Und so haben wir aber das schnellste Internet hier, zumindest für unsere PCs, und mit denen ich auch aufnehme. Aber ich nehme ja auch ab und zu mal hier am Handy auf. Man kann hier so ein bisschen sein WLAN auch... Start. Man kann sein WLAN auch so ein bisschen vermessen lassen. Ich habe das heute bzw. gestern und so habe ich das alles mal so ein bisschen beobachtet. Ich denke mal hier oben bis in den zweiten Stock rein. 43 Mbit über den Repeater. Man kann sich auch einen Bericht erfassen lassen. Ist sehr, sehr nett. Ich glaube, das reicht hier, dass mir hier in den Live-Angriffen vor allen Dingen dieses Wireless LAN nicht mehr flöten geht. Und ansonsten... ja, ihr seht das, ich bin jetzt gerade mit 72 Mbit verbunden. Also wenn ihr bedenkt, dass durch einen Repeater die Hälfte des WLANs schon flöten geht, also der Verbindung, mit 150 Mbit starte ich im ersten Stock und ich bin hier oben im dritten Stock unterm Dach. Da kommen noch 72 Mbit jetzt am Tablet an oder 65, eigentlich sind es 65. Ist echt top und genauso reagiert natürlich auch so ein bisschen mein Clash of Clans. Aber ihr seht das hier, hier gibt es auch noch mehrere Wireless LANs. Das ist jetzt so ein bisschen technisch. Es gibt hier nicht nur MyWLAN, das ist MyWLAN. Das WLAN darunter und auch das Telekomfon sind auch meine WLANs. Das WLAN 91209, das ist das WLAN von dieser Neobox von der Telekom. Ich glaube, da habe ich nur ein Gerät dran, nämlich unten die Fire TV Box von Amazon. Und das Telekomfon ist einfach ein geshartes WLAN. Das heißt also, wenn ihr mal bei mir spazieren geht hier und ihr habt genauso einen Anschluss wie ich und ihr shared ihn auch, also ihr gebt euer WLAN frei für andere, dann könnt ihr hier kostenfrei mein WLAN benutzen, ohne dass ich einen Verlust meiner Leitung habe. Das kommt noch dazu. Also einfach nur ein bisschen technisches Geplänkel. Deswegen wechselt hier öfter mal auch mein WLAN und mein Anschluss. Aber wir wollen ja hier so ein bisschen Clash of Clans. Ich habe es auch schon mal aufgemacht. Ich muss da rein. Und bin hier im Moment auf dem Donnerbengel-Account.
Stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich bin natürlich auf dem Chief-Account hier im Clan Spätzle mit Soße und ja, wir sind hier so ein bisschen down, muss ich sagen. Denn die Engies hier haben in den letzten Tagen so ein bisschen die Hand übernommen. Ich muss mal eben so ein bisschen das Bild hier kleiner machen, dass ich mich mal so ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann. Ich nehme die Kamera bzw. das Mikro mal so ein bisschen runter. Und ich glaube, ihr seht das hier, das ist ein normales Google-Tablet. Man hat leider diese Ränder hier rechts und links. Ich glaube, das ist nie schlimm. Ich habe mal eine kleine Umfrage gemacht, ob das schlimm ist oder halb so schlimm oder nicht schlimm. Dass ihr die Ränder hier seht, wenn ich vor allen Dingen auf dieses Tablet springe, aber ich denke mal, ich mache das jetzt 1:1 hier über eine Elgato und ich glaube, die Farben sind sehr, 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 sehr nett. Es ist wesentlich schneller als mein altes Tablet und auch mal als mein davorheriges Tablet, was mir auf den Boden gefallen ist und ein Glasbruch erlitten hat. Deswegen bin ich wieder froh, dass ich ein Tablet habe mit HDMI-Anschluss. Die sind halt unter Umständen so ein bisschen günstiger als wirklich so High-End-Tablets. Die bieten kein HDMI mehr, die bieten auch nur die Wireless LAN. Aber ich glaube, über Wireless LAN würde ich dieses Tablet hier auch noch reinbekommen. Und ich gehe jetzt mal kurz mal runter. Ich hoffe, diese Leitungsabbrüche, vor allen Dingen in den Live-Angriffen, haben jetzt ein Ende. So ein bisschen clashen wollten wir auch noch. Ich wollte auch noch im Clan-Krieg hier clashen. Deswegen suchen wir uns erstmal hier mit der Farmarmee ein Gegner, dass wir die verpowern, denn danach kommt meine CK-Armee dann rein und also wie gesagt, für knappe 160 Euro kann man sich so ein Ding, denke ich mal, gönnen. Es ist ja auch so ein bisschen, ich gucke immer so ein bisschen zweckmäßig, dass es so ein bisschen für mich passt und es passt ja nicht alles, also ich kann auch viel, viel Geld ausgeben für etwas, was in meine Umgebung hier, so muss man es ja sagen, überhaupt nicht reinpasst. Und da die Suche doch ein bisschen gedauert hat und ich ja hier mit meiner Barge-Armee unterwegs bin, also so ein bisschen Barge mit so ein paar Riesen davor, ein paar Bowlern im Gepäck, könnten wir so eine Base nehmen. Ich brauche nur noch das Dunkle, das andere ist mir immer völlig egal hier. Das kommt sowieso nebenbei, aber mal gucken, ob das hier auch jetzt auch live mit dem Tablet reingeht und ich nicht irgendwie so ein Verbindungsabbruchszeichen kriege oder so. So ein bisschen muss ich jetzt leider nach unten schauen. So einen super hohen Ständer habe ich noch nicht. Ihr seht das hier. Das ist so ein bisschen mein Ständer hier mit dem Tablet. Im Moment nur verbunden mit dem HDMI-Anschluss. Aber jetzt müssen wir auch reinhauen. Und gucken wir mal, dass wir die Truppen ganz nett raussetzen. Also Bauhütte hier nicht vergessen. Und da oben sind keine Bauhütten. Okay. Dann hauen wir hier vor allen Dingen im Multitouch. Ist das sehr, 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 sehr nett. Dass ich hier so ein bisschen Multitouchen wieder kann auf dem Handy. Ich weiß, auf dem Handy kann ich das auch, aber echt nicht wirklich so super gut wie hier am Tablet. Und ich glaube, wir springen mal hier. Wir haben ein paar Bowler im Gepäck, die holen wir hier auch direkt raus. So ein paar Bogenschützen hier, die nehme ich jetzt ganz eng mal hier raus. Mal sehen, was hier reinspringt. Ah, okay. Da machen wir mal ein Doppelgift drauf. Und die restlichen Truppen müssten jetzt. Alter, ich habe ja mal gerade alles vergessen. Weil ich so gehypt war gerade von meinen Truppen hier, dass ich mal alles vergessen habe, außer die Queen und die Bowler. Ja, wir haben immerhin schon mal einen Stern und wir haben das Dunkle. 120 sind da noch über. Das ist so ein Account hier, wo ich wirklich nicht so wirklich drauf Wert lege, dass ich hier den letzten Tropfen Dunkles bekomme. Und letztendlich wollte ich die Armee ja eigentlich nur so ein bisschen verpowern, dass ich gleich meine Helden frei habe, beziehungsweise gleich meine Armee frei habe für einen CK-Angriff, den ich hier auch am Tablet mache. Ich lasse es einfach mal so laufen. Ich habe das jetzt, seitdem ich es bekommen habe, eingerichtet habe und gesettet habe, also seitdem mein Wireless LAN hier besteht, habe ich das einfach laufen lassen. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein Billig-Tablet für meine Zwecke, ihr müsst immer meine Zwecke sehen, so gut ist. Und ich freue mich euch, dass ich vor allen Dingen wieder dann in den Livestreams mit euch ein paar Live-Angriffe machen kann auch oder immer mal wieder aufs Tablet zwischen kann. Denn
acht oder nicht acht, sondern mehrere Emulatoren für den PC. Das muss ich ja auch nicht haben zum Switchen, sondern so ein bisschen wollen wir ja immer ganz gerne live sind. Und ich freue mich wirklich, wirklich, dass ich das so habe. Ich quicktraine jetzt mal nicht nach, sondern ich traine jetzt mal ganz, ganz bewusst eine ganz, ganz andere Armee nach. Denn wir wollen so ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5. Wir nehmen mal 8 Schweinereiter, das sieht ganz gut aus. Und vielleicht noch einen Hund dabei. Jo, ein Hund, 2 Babydrachen, das war's auch. Denn mit meinem zweiten Angriff muss ich wahrscheinlich schon scouten. Und deswegen habe ich mir so eine Art Scout-Armee hier zusammengestellt. Aber ich denke mal, ihr seid sicherlich gespannt auf den RH9-Angriff von den Dingen hier. Ich lasse das jetzt einfach so laufen. Mach nur einen kurzen Cut für euch. Und dann machen wir hier einen Live-Angriff, natürlich mit Killerblick. Okay, und ohne Verlust, ich habe hier echt keinen Verlust, das ist wirklich, wirklich super. Ich freue mich einfach, wie ein kleines Kind. Bin ich jetzt hier nach wie vor noch super verbunden und meine Helden sind fertig. Ich habe so ein bisschen so einen kleinen Boost eingelegt, denn der Account kann ja auch noch ein bisschen was vertragen. Ich habe mir hier eine Base ausgeguckt oder geclaimed. Wenn ihr meine vorherigen Videos seht, dann wisst ihr, ja, man kann claimen und es steht auch was dran. Also im Moment steht hier nämlich dran. Ah, da muss ich mal gerade gucken. Im Moment steht hier nämlich dran, ich setze schon mal einen Killerblick auf. TH9 Markierung beachten. Ich habe das Ding hier markiert und ich scoute die Base jetzt eben mal. Ja, also es ist eine Max RH9 Base, zumindest von den Defenses her. Aber was hab ich mir eigentlich dabei gedacht? Also, folgendes. Ich hoffe, das Mikro übersteuert jetzt nicht so doll. Entschuldigt bitte. Also wir gehen hier über die Queen, über diesen Bogenschützenturm hier, hier in die Base rein. Die CB müsste mir irgendwann mal entgegenkommen hier. Und vielleicht schaffe ich hier diese Luftabwehr und diesen Feger. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, denn der Rest von mir ist ein Luftangriff. Und ihr seht hier meine Armee, so ein bisschen abgewandelt, ein Golaloon, allerdings nur mit einem Golem. Mal sehen, wie weit er kommt, denn die X-Bogen stehen hier auf Boden. Das wird ein richtig, richtig dickes Ding. Also überall immer mal wieder checken. Das solltet ihr auch machen. Grün, 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 grün. Also diese grünen Haken. Und ja, wir gehen einfach mal rein in Attack. Wenn ich mein Wireless LAN nicht verliere, ist diese Folge ein Erfolg für mich gewesen. Wenn ich mein Wireless LAN jetzt verliere, dann cutte ich das einfach raus. Und habe wieder einen Hassblick. Nein, machen wir mal nicht. Also, wir haben gesagt, wir gehen über den Bogenschützenturm hier und checken schon mal so ein bisschen, dass wir etwas hier down bekommen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier die fünf Mauerbrecher dabei habe, aber die sollen wohl irgendwo ihren Zweck haben. So, Bowler habe ich in der Clanburg. Mal sehen, wo die Mauerbrecher gehen, nach dahin. Okay, die Mauerbrecher gehen nach da. Wir nehmen da einfach mal zwei Loons hier für diese Eckteile. Ich habe hier keinen Sprung bei, ganz, ganz bewusst nicht. So, da haben wir jetzt einen Gift und ich denke mal, wir nehmen hier noch ein Gift. Das wieder meinen King vergessen. Alter, ich habe schon wieder meinen King vergessen. Ist aber nicht so schlimm, denn ich habe die Queen auch vergessen. Ja, super. Ich habe die Queen auch vergessen. Also müssen sie die hier jetzt richten. Na komm. Der Drache muss weg, der Drache muss weg. Okay, der Drache ist nicht weg. Ihr seht, der Drache ist nicht weg. Da oben leben noch beide Feger. Da muss ich mir jetzt was überlegen. Okay, da muss ich mir jetzt was überlegen. Dann machen wir das mal so. Also, wir gehen hier mal richtig heftig in diese Base rein. Und hoffen jetzt, dass wir den Drachen irgendwie kaputt bekommen. Diese beiden kleinen Scheißer müssen es einfach reißen, aber sie reißen es nicht. Das war ein Kackangriff. Scheiße. Kein weiles LAN-Abbruch, aber ein schlechter Angriff. Okay. Naja, was willst du machen? Life is life, das gehört dazu. Nicht so, wie ich gedacht habe, wie ich geplant habe. Warum eigentlich nicht? Das muss ich nochmal genau analysieren. Warum jetzt meine Truppen nicht so gelaufen sind, wie ich das eigentlich geplant habe.
50% Hurra. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Das muss ich nochmal genau analysieren. Das machen wir jetzt auch mal direkt im Anschluss, auch nochmal direkt an dieses Replay hier. Beziehungsweise ich klicke hier nochmal auf Replay. Also, was ist eigentlich schiefgelaufen? Ich glaube, mein Golem sollte ja hierhin, dahin, dahin. Das war ja gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Zumindest. Wir gucken uns das nochmal in zweifacher Geschwindigkeit an. Das war noch die Überlegungsphase. Aber warum habe ich die Klarbogen nicht geschafft? Okay, der X-Bogen hier hinten ballert natürlich schon recht nett, weil der hat eine weite Range hier. Also so richtig lange überlebt mein Golem natürlich nicht. Aber woran hat's denn jetzt eigentlich gelegen? CB, CB, okay. Noch ist die CB nicht schlecht. Mein King habe ich natürlich vergessen. Also King vergessen hier zu zünden, denn dann wäre der Magierturm schon mal vom King weg gewesen, die Kanone, das hier und unter Umständen wären sogar die Barbaren bis zum Feger gekommen. Wäre mir aber egal gewesen, woher der Feger jetzt bläst. Aber warum schaffe ich diese CB nicht? Warum schaffe ich diese CB nicht? Queen ist ja noch zündbar und jetzt habe ich da schon, die Gift waren so blöd, die Gift waren so blöde gesetzt und Queen habe ich auch nicht gezündet. Ja, alles auf einmal, ne? Würde ich mal so sagen. Ja, das ist dann mal so. So ist das Leben. Also hat noch ein Rathaus 9er einen Angriff bei uns oben. Ich baue die Truppe trotzdem mal nach. Üben schadet ja nicht. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Also neue Hardware. Minus gleich CA90K-Angriff. Funktioniert in jedem Fall. Super, ich verliere mein Wireless LAN hier nicht mehr. Ich kann das Ding hier echt krass mit in die Livestreams reinnehmen und ich hoffe, das Ding hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein Fail war. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist halt mal so. Bis dahin, bis zum nächsten Stream am Wochenende. Euer Toto. Echt.